Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Kornbelt und mit dem Beweis, dass das funktioniert. So hoffe ich doch jetzt zumindest mal. Ich musste also diesen Spielstand, den ich gestern im Livestream verwendet habe, der hat sich irgendwie zerschossen, keine Ahnung, der funktioniert nicht mehr. Daher muss ich das heute jetzt erstmal hier alles neu machen. Und jetzt sehe ich nochmal hier, das fällt neu an. Und dann gucken wir mal, wie denn die Wachstumsstufen so sind. Und ich würde sagen, ich lasse euch dann gleich mal mit den Bildern hier alleine. Oh, sehr schön. Sehr schön. Und warum fährt er jetzt nicht weiter? Achso. Ja, mein neues Spielzeug ist ja klar auch wieder am Start. Ist ja klar. Als Seemaschine habe ich diesmal jetzt eine andere genommen. Diesmal keine Standards, sondern die, die eigentlich hier zugehört zu der Karte, nämlich die Amazon Condor in der US Edition. Und ich würde sagen, ich spule die Zeit noch mal ein bisschen vor, damit es etwas heller wird. Jetzt ist es auch hell und dann würde ich sagen, melde ich mich wieder, wenn wir dann mal die erste Wachstumsstufe erreicht haben. Bis dahin viel Spaß mit den Bildern. Thank you.
Ja, da haben wir also schon die erste Wachstumsstufe hier erreicht. Ich bin gerade noch dabei, das Feld jetzt hier zu düngen. Also ihr seht, ne, es wächst. Und ja, ich muss dann gleich nochmal wieder melden, wenn wir dann die nächste Wachstumsstufe erreicht haben. Bis dahin wieder viel Spaß noch mit den Bildern im Zeitraffer. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück. Ihr seht, die nächste Wachstumsstufe ist da. Sieht doch schick aus, oder? Steigen wir mal eben kurz hier in den Mähdrescher hier ein. Ja, gucken wir mal von hier oben. Das sieht doch wunderbar aus, oder? Das sieht doch schon mal wunderbar aus. Ganz witzig ist, ne, also in der Feldinfo steht Tabak, aber dieses Gerät kann diese Frucht nicht auslesen. Also das ist aber ganz witzig. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Unkraut. Naja. Was soll's. Ja, warten wir mal darauf, dass es hier erntereif wird, ne? Da warten wir jetzt noch drauf und dann geht's los und dann wollen wir mal gucken, ob das dann noch funktioniert. Bis später.
Ja, willkommen zurück. Und jetzt habt ihr gesehen, das Feld ist erntereif. Und dann wollen wir direkt jetzt mal die loslegen. Wollen wir mal gucken, ob dann jetzt hier auch alles richtig funktioniert. Motor ist an und los geht's. Dann wollen wir mal hier loslegen. Und wie sieht's aus? Er zieht's ein. Ihr seht's. Animation perfekt. Da hinten kommt auch die Abfälle raus. Also das Partikelsystem funktioniert auch. Da oben kommt es raus, der Tabak. Also eben auch die Plane hochkommen, die Tabakplane. Also ich würde mal sagen, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wollen wir hier mal die ein oder andere Reihe eben schnell hier pflücken. Und ja, damit ihr jetzt nicht so lange hier beibleiben braucht, würde ich sagen, mache ich das mal und spule ein bisschen vor dabei. So, dass ihr also dann die Zusammenfassung seht. Und bis dahin wünsche ich euch wieder viel Spaß mit den Bildern. Ja, da bin ich schon wieder. Ihr seht es. Es fängt wieder an zu regnen. Ich hätte vielleicht die Zeit runterdrehen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Aber ja, so ist es halb. So ist es halb. Ich würde sagen, wir fahren mal das Rohr aus, überladen einmal. Dann gucken wir mal, ob dann auch dort die Pipe-Animation funktioniert. Sehr schön. Auch da seht ihr, auch das funktioniert. Ja, damit habe ich also den Beweis jetzt nachgereicht, nachgeliefert, dass, ja, wie man eine neue Frucht in eine Karte ein. Ja, von A bis Z, also von Anfang bis Ende, habe ich euch das jetzt gezeigt. Habe ich euch auch gezeigt auf der Karte, ja, dass das hier funktioniert. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch das weitergeholfen hat, dann lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Und wenn es euch gefallen hat, klar, ne, auch noch zusätzlichen Däumchen in nördlicher Richtung, würde ich mich da klar sehr darüber freuen. Bis dahin wünsche ich euch dann eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und ciao.